Große Freude, die Mission Titelgewinn Fußballweltmeisterschaft 2014 für die deutsche Nationalmannschaft lebt und geht weiter. Mit ihrem gestrigen Sieg gegen Frankreich sind Jokis Jungs ins WM-Halbfinale eingezogen. Die Fans waren außer Rand und Band, mittendrin unsere Kollegin Birgit Gleimeier, die beim Public Viewing im Reutlinger Stellwerk mitgefiebert hat. Ja, beim Fußball heißt es immer, das nächste Spiel ist das schwerste. Wenn ich da so an das letzte Spiel gegen Algerien denke, Mann, dann waren heute die Nerven der Zuschauer wohl ganz schön strapaziert und auf die Probe gestellt. Aber bisher ist hier in Reutlingen die Stimmung noch richtig gut. Aufgemalte Nationalfarben, Blumenketten, Mannschaftstrikots. Hier sind alle bestens vorbereitet. Hier glaubt keiner an eine mögliche Niederlage. Oder doch? 2-1 Frankreich! Das wird ein schweres Spiel, denke ich mal, weil Frankreich ist nicht schlecht. Also ich denke, es wird ein klares 2-0 für Deutschland. Treffen Müller und Mesut Özil. Ich würde sagen, Mats Hummels und Mesut Özil. Ich denke schon, dass es schwer wird, aber es ist schon machbar. Ja, also ich hoffe, dass wir die heute vom Platz schießen auf jeden Fall. Ich denke, dass es ein relativ eindeutiges Spiel wird. Ich denke, dass es ein 2-0 wird. Wir werden die heute gut vom Platz fegen. Ich denke, 2 Tore vom Klose auf jeden Fall. Also ich denke mal, Jogi Löw hat die Leute gut aufgestellt. Der hat recht. Und ich denke mal, Deutschland wird es auf jeden Fall packen, weil das ist eine Top-Mannschaft, Top-Spieler und die werden Frankreich einfach mal schön in den Arsch kicken. Na dann mal los. Die Fans sind jedenfalls von Anfang an voll dabei und natürlich auch textsicher. Das Spiel ist angepfiffen. Ob die Zuschauer in dieser Partie wohl ähnlich lange aufs erste, natürlich deutsche Tor warten müssen wie beim letzten Spiel? Nein, müssen sie nicht. Mats Hummels mit dem 1-0 nach nur 12 Minuten. Prima, so wollen wir das sehen, so kann es weitergehen. Jubeln ist ja auch viel schöner als das ständige Zittern müssen. Doch auch das bleibt den Fußballbegeisterten nicht ganz erspart. Aber mal ehrlich, das gehört zu einem spannenden Spiel ja auch irgendwie dazu. Applaus und Anerkennung für Neuers Rettungsaktion. Auch dieses Mal hält er den deutschen Kasten sauber. Trotz deutscher Führung, heiße Diskussionen unter den Zuschauern in der Halbzeitpause. Sind sie zufrieden? Auf jeden Fall. Ja, es geht. Die deutsche Mannschaft hätte schon souveräner spielen können, machen schon einige Fehler. Aber gegen eine Mannschaft wie Frankreich ist es eigentlich schon in Ordnung, dass sie mit 1-0 in die Halbzeit gegangen sind. Eigentlich ganz souverän, meiner Meinung nach. 1-0 ist gut. Passt, gute Voraussetzung. Und in der zweiten Halbzeit, wie soll es weitergehen? Mindestens noch 1 oder 2 Tore. Ja, nochmal ein Tor für uns. Auf jeden Fall, da müssen wir noch ein bisschen Vorsprung kriegen. Dann tut es nämlich ganz so weh, dann haben wir gut Luft. Als Hummels, bester Mann, auf jeden Fall, gefällt mir sehr gut. Prima gespielt. 1-0 zufrieden. Klar, klasse Spiel. Mats Hummels, unser Mann. Gutes Spiel hier und gutes Tor. Gute Stimmung, alles geil hier. Wie geht's weiter? Ja, wir gewinnen voll 2-1. Ich komme gerade vom Schaffen und habe das Tor nicht mitgekriegt. Aber ich denke, es wird kritisch. Ich denke 2-1 für Frankreich. Das grenzt ja nahezu an Hexerei. Tatsächlich startet Frankreich stärker in die zweite Halbzeit. Aber kein Grund zur Panik. Wir haben ja Manuel Neuer und auf den ist und bleibt Verlass. Weniger Verlass scheint dagegen auf die deutsche Vordermannschaft zu sein. Denn die trifft alles, nur nicht das französische Tor. Macht aber nichts. Einmal war der Ball ja schon im Netz. Ja, liebe Zuschauer, Wahnsinn! Für die Fans gibt es kein Halten mehr. Hier ist absolute Partystimmung. Deutschland ist im Halbfinale. Und jetzt geht es garantiert zum nächsten Autokorso, um nochmal anständig zu feiern. Und wir sind dabei. Und fahnenschwingend schiebt sich der Fantross durch Reutlingen und das überwiegend friedlich und ohne größere Zwischenfälle, wie die Polizei mitteilt. Nur einige Ermahnungen bei zu viel Übermut am Rande. Und pünktlich zum Anpfiff der zweiten Partie Brasilien gegen Kolumbien waren die spontanen Siegesfeiern auf den Straßen der Achalmstadt dann auch wieder beendet.